Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zu diesem Kurzorakel. Was ist dein größtes Talent? Wenn dich das interessiert, dann bleibe dran. Wähle dazu einfach einen der drei Stapel bzw. einen der drei Steine und dann erfährst du auch schon, was dein größtes Talent ist. Ich schlage kurz die Klangschale und dann geht's auch schon los mit der Auflösung. So, ich hoffe, du konntest dich entscheiden und wir fangen mit dem ersten Stein, dem Kreasol, an und schauen, was hier die Auflösung ist. Ja, dein größtes Talent ist tatsächlich das Erschaffen von Dingen von Wert. Also Dinge von Wert können sein ein lukrativer Beruf, ein gut bezahlter Beruf, ein Beruf mit Aufstiegschancen, ein Beruf, in dem du dich behaupten kannst, aber auch einfach Dinge von Wert zu erschaffen. Also das kann sein der Garten, den du gestaltest, das Haus, das du bauen möchtest, die Familie, die du gründen möchtest. Alles, also alles, was sehr geerdet ist, bodenständig ist und von Wert ist, das ist hier dein Talent. Es kann sogar sein, dass man wirklich sehr, sehr gut verdient. Also, dass man richtig so ein Karrieremensch auch ist. Des Weiteren mit 8 der Stäbe hast du auch das Talent, die Dinge sehr fokussiert, sehr schnell, sehr zielstrebig anzugehen. Manchmal können auch Umstände das erfordern, dass Dinge sehr schnell ja, eine Reaktion von dir fordern. Und du kannst das managen. Also du bist auch ein Manager-Typ. Du hast Manager-Qualitäten. Das ist hier dein größtes Talent. Man kann natürlich auch ein Familienunternehmen managen, sei es als Mutter oder Hausfrau. Also alles ist damit gemeint. Gehen wir zum nächsten. Wenn du dich hier für diesen Stein entschieden hast, das ist ein Pfirsich-Chalzedon, dann ist dein größtes Talent tatsächlich, anderen Menschen aus der Patsche zu helfen. Also da, wo Chaos herrscht, da kannst du dich reinstürzen. Da, wo Dinge auf dem Kopf stehen, kannst du sie gerade rücken. Da, wo Menschen keinen Durchblick mehr haben, kannst du eine Ordnung in das Chaos bringen. Selbst wenn dein Leben chaotisch ist, weißt du, wie man mit dem Chaos umgeht. Das heißt, du kannst an Berufen zum Beispiel Fuß fassen, wo wirklich Menschen Hilfe brauchen. Sei es als Therapeut, Berater, Krankenschwester, aber auch im kaufmännischen Bereich. Also wenn irgendwo wirklich ein Hattrick drin ist, ein Knoten drin ist, kannst du die Dinge wieder in einen Ausgleich bringen. Also auch so Prüfer, Dinge, wo Sachen überprüfen, wo Fehler finden. Also du bist jemand, der wirklich Dinge aus einer anderen Sichtweise betrachten kann, um dann einen Lösungsansatz zu finden, einen Lösungsansatz, an den andere Menschen überhaupt nicht denken. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Kreativität, dass man das schaffen kann. Und diese Kreativität hast du, diese Kreativität, um Ecken zu denken. Also du gehst andere Wege an wie die meisten Menschen und das macht dich wirklich zu etwas Besonderem. Also ganz, ganz spannend, was hier kam. Dann den letzten Stein. Das ist auch ein Chalzedon, ein gemischter Chalzedon. Wir schauen mal, was hier bei dir das größte Talent ist. Ja, dein größtes Talent ist tatsächlich, einmal haben wir den Umgang mit psychologischen Themen. Also hier haben wir auch so ein bisschen so eine psychologische Beratertätigkeit drin. Wir haben zum Beispiel auch Trauerberater, Menschen, die Konzepte entwickeln, in denen andere gefangen sind, weil wir haben den Teufel drin. Also es geht auch um Abhängigkeiten, Suchtproblematiken. Man stößt vielleicht auch immer wieder auf Menschen, die mit Suchtproblematiken zu tun haben. Und da rede ich jetzt nicht von den ganz harten Sachen unbedingt wie Drogen, Alkohol und so weiter. Suchtproblematik kann auch sein, wenn jemand ein Ernährungsberater ist und anderen Menschen hilft, eine bessere Lebensweise zu führen in irgendeiner Form oder ein Sporttherapeut und so weiter. Also dein größtes Talent ist es tatsächlich, Abhängigkeiten aufzuspüren. Vielleicht hast du auch selber in deinem Leben Abhängigkeiten erlebt, Kontrollwahn, Zwänge und so weiter und weißt, welche Mechanismen da dann
ja, gewisse Bereiche antriggern oder dass man noch tiefer reinkommt. Und hier steckt aber auch die Lösung drin des Talentes, also dass man wirklich ein Talent hat, andere aus Abhängigkeiten rauszuführen oder andere überhaupt auf Abhängigkeiten und ungute Situationen aufmerksam zu machen. Also viele Menschen haben ja auch so diesen Schleier um sich, dass sie gar nicht merken, dass da etwas falsch läuft. Und du deckst wirklich Dinge auf, wo etwas falsch läuft. Es kann sogar so weit gehen, dass du Dinge innerhalb der Gesellschaft aufdeckst, wo viele Menschen noch Scheuklappen drauf haben, dass sie gar nicht erkennen, dass hier etwas falsch läuft und du Menschen wirklich drauf aufmerksam machst. Das kann auch bedeuten, dass du ganz schön manchmal den Finger in die Wunde reinlegst und manche dich tatsächlich dafür anklagen oder sogar hassen, dass du so tief reingehst. Aber das ist ein Talent von dir, das die Welt auch wirklich braucht. Also das ist hier dein Talent. Kommentiere mir gerne, was du zu deinem Talent sagst, ob du dich darin wiedergefunden hast, wiedererkannt hast. Das würde mich wirklich freuen. Bis ganz bald, eure Dani. Tschüss.